Willkommen zurück zu Yakuza Ishin hier vor dem Tedadayam, wo wir noch ein bisschen uns die Zeit vertreiben müssen bis zum Abend, damit wir dann gemeinsam mit Okita ein paar Aufständische aufscheuchen können oder festnehmen, was auch immer. Er hat irgendwie den Plan gefasst, dass wir beim Händler Sengoku eine Razzia durchführen sollen, weil dieser ein paar Kaisertreue, ein paar Kinoshishi bei sich beherbergt oder versteckt, was auch immer, oder denen eine Anlaufstelle bietet. Weiß nicht genau. Ich muss auch noch mal ein bisschen fischen, damit ich ein paar mehr von diesen Rezepten zubereiten kann. Das kann ich jetzt hier am Anfang vielleicht noch mal ein wenig einbauen. Was ist das? Ah, ein Nishikoi. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Und wo könnte man noch was rausziehen? Hier, was ist das für ein Fisch? Ja, ich denke, ich werde dieses Mal vor allem mit der Story einfach weitermachen. Nicht so viel an Sub-Stories angehen. Einfach ein bisschen Strecke machen. Und dann ist das hier auch wahrscheinlich das letzte Video zu Ishin für die nächsten 2 Wochen oder so, weil dann auch langsam der Umzug ansteht. Dann hoffe ich, dass es alles relativ schnell klappt mit dem Umzug des Internets vor allen Dingen auch, dass ich danach weiter Videos hochladen kann. Es kann aber sein, dass sich das ein bisschen verzögert, denn ich muss natürlich auch wieder erstmal einen Techniker kommen lassen und dann ist es ja auch immer ein gewisses Glücksspiel, ob das dann auch wirklich klappt. So, es reicht erstmal. Ich glaube, ich muss jetzt einfach in die Unterkunft gehen, da beim Futon, beim Bett, kann man ja die Zeit dann beschleunigen, kann man auswählen, wann man wieder aufstehen möchte, ob am Abend oder in der Nacht. Mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ich muss bis zur Nacht warten, aber eventuell ist es auch nur der Abend, deswegen probiere ich das zuerst aus. Er sagt nichts, also noch eine Runde länger, nicht wieder bis zum Mittag, sonst vergeht zu viel Zeit. Ich glaube zwar nicht, dass ich dann den Termin verpasse, aber sicher ist sicher so. Gut, es ist Nacht geworden. Okita wartet an Sengokus Haus auf mich. Okay. Das müsste eigentlich unten im Westen der Karte sein, denke ich. Ja, sieht so aus. Da komme ich natürlich auch vorbei an meinem Schiff zu Haruka. Das heißt, ja, dann ernte ich noch ganz kurz das Gemüse und schaue, ob ich noch was kochen kann mit den neuen Fischen. Vielleicht gibt es ja wieder so eine nette Szene wie beim letzten Mal. So, einmal kurz einstreichen. Ja, ich bin bald schon ein Level weiter. So, wo war das? Alles resetten. Erstmal was Größeres pflanzen. Bisschen Lauch. Oder besser gesagt Lauchzwiebel. Chinakohl. Habe ehrlich gesagt so ziemlich den Überblick verloren, was eigentlich noch fehlt. Und ich müsste auch irgendwann mal wieder ein paar neue Dinge freischalten zum Anpflanzen. Sofern ich denn nicht sowieso schon alles freigeschaltet habe. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ein paar Süßkartoffeln. Was passt hier noch hin? Normale Kartoffeln? Ja. Sehr kartoffellastig. Ein deutsches Beet. Jetzt nochmal ganz kurz rein. Was haben wir denn zur Auswahl? Ah, das ist neu. Boah, da braucht man viel Gemüse. Das ist, glaube ich, irgendein Gemüseeintopf. Wird gerade gar nicht so genau geguckt. Oh. Oh, rechtzeitig loslassen. Oh, okay. Das war nicht rechtzeitig. Muss ich mich jetzt beim Schneiden aber anstrengen hier. Oh. Ja, es wird schon anspruchsvoller.
trinken, trinken und wir trinken. Okay. Zakui. Was gibt's jetzt? Ah, noch eine Möhre. Und wir trinken, wir schön trinken, dünne Scheibchen. Wir trinken, trinken. Ist schön, wenn die Möhre so liegen bleibt beim Schneiden, ohne dass man sie festhalten muss. Dafür braucht man ein sehr scharfes Messer. Das würde ich in meiner Küche lieber nicht probieren. Auch wenn ich zu Weihnachten ein großartiges Schneidebrett bekommen habe. Da freut sich der Koch. Ist noch was anderes? Das war jetzt, glaube ich, ohne Fisch. Ah, Mist. Vielleicht muss ich mal im anderen Gebiet fischen. Eventuell brauche ich Fische, die im Meer zu finden sind. Ah, Mist, ich könnte eigentlich auch noch mal kurz was verkaufen. Ein paar Aufträge, damit etwas Geld in die Kasse kommt, dass ich irgendwann mal die Schulden zurückzahlen kann für Haruka. Okay, noch ein paar Möhren. 10 Stück. Da gehen die Vorräte schnell zur Neige. Ein paar Koi, ein paar Karpfen. Das sind irgendwelche Fische. Dann nehme ich doch mal einen von diesen Nishiki-Koi. Habe ich noch irgendwas doppelt? Nee, dann eben Maguro. Auf geht's, Haruka. So, etwas Geld. Hier gibt es auch noch einen Sachpreis, so ein Bottich. Großartig. Die Beziehung ist auch schon auf einem guten Niveau zu Haruka. Aber momentan keine neue Zwischenszene. Eventuell muss ich irgendwas im Haus dafür unternehmen, aber muss jetzt nicht sein. Ich möchte lieber sehen, was mit Okita ist. Ich hoffe, das wird unterhaltsam. Ah, falsche Richtung. So, hier könnte ich noch Holz hacken, aber nee, jetzt nicht. Beim nächsten Mal. Ja, was ist das? Ein Blutegel? Schon wieder nicht gelesen. Das Bild hat mich abgelenkt. Ah, hier sind sie alle. Bereit für die Razzia? Hajime-chan, hier rüber. Wie ist die Lage im Anwesen? Ah. Die Kino-Shishi sind drin. Saufen und feiern und Lärm rum. Die haben keinen Schimmer. Das wird sie gleich hochnehmen. Die Vollidioten. Wie viele sind's? Na, das ist doch egal. Wir gehen da rein und schnetzeln alle nieder. Egal, wie viele es auch sein mögen. Und das ist der Vorteil, bei der Shinsengumi zu sein. Du musst dich nicht zurücknehmen, Saito. Einfach niedermähen und gut. Und bist du also bei der Shinsengumi? Um so viele Menschen zu töten, wie du nur kannst? Welchen Grund sollte es sonst geben? Hm. Oh Mann. Ich kann nicht länger warten. Lass uns endlich losgehen. Bist du bereit? Ja. Können wir? Okay. Wir können jederzeit starten. Gut. Dann los. Da wären wir zu euren Diensten. Die allseits bekannte Shinsengumi ist da. Um euch allesamt den Kopf kürzer zu machen. Ui. Na, dann geht's mal los. Wir gehen nicht mal mit der Pistole. Wenn die schon so weit wegstehen. Ich fühle mich immer so cheap, wenn ich das auf diese Weise mache, weil es so relativ gefahrlos ist. Aber man kriegt schnell richtig gute Kombos zusammen. Schon bei 89. Wow. Ah, Mist. Ich dachte, ich komme über 100. Habe jetzt zu lange gewartet. Oh je. Jetzt muss wahrscheinlich reichlich gekämpft werden.
mal gespannt, wer dieser Sengoku ist. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Weiß nicht, ob es ein historischer Kerl ist. Ich denke mal eher nicht. Ah, ist doch ganz gut. Muss ich nicht ganz so viel übersetzen heute. Ich bin auch echt ganz gut geschafft. Irgendwie kommt immer alles auf einmal. Ich muss gerade bei der Arbeit relativ viel nachdenken über ziemlich komplexe Themen. Ist eigentlich ganz schön. Macht ja Spaß, ein paar Herausforderungen so vor sich zu haben, aber wenn man gleichzeitig auch noch immer einen Umzug im Hinterkopf hat, dann ist das schon einiges. Da muss ja auch immer so viel organisiert werden. Hey, was piekst du mich da durch die Wand? Nicht gut. Mal kurz hier rein. Yeah. Helfer organisieren, mit den Nachmietern treffen, Strom, Internet, der ganze Kram, Auto. Zum Glück ziehen wir nicht besonders weit um, aber schon in einen anderen Ort, aus Tübingen raus. Und da muss natürlich schon einiges so, ja, einfach vom Ablauf her gut vorbereitet werden. Hilft natürlich auch nicht, dass ich noch einen Keller voll habe mit Kisten, die ich seit dem letzten Umzug vor 5 Jahren nicht angerührt oder nur ganz wenig angerührt habe. Das muss eigentlich auch nochmal aussortiert werden. Denn ich habe eigentlich nicht viel Lust, alle Dinge, die ich seit 5 Jahren nicht gebraucht habe, jetzt auch wieder mit in den nächsten Keller zu schleppen. In den nächsten Abstellraum. Das muss nicht sein. Ist aber auch nicht immer ganz leicht, sich von Dingen zu trennen. So, das waren alle. Wo geht's weiter? Ah, hier. Wow. So. Der Herr Sengoku hat ja eine frappierende Ähnlichkeit mit seinem Namensvetter aus Yakuza Kiwami 2. Ah, okay. Das habe ich nicht übersetzt. Wahrscheinlich einfach gesagt, dass sie da draußen weiterkämpfen. Es ist also kein Zufall, dass er fast den gleichen Namen hat, was ich, glaube ich, beim letzten Mal ja schon bemerkt habe, wo ich mich fast versprochen hätte, weil nicht nur der Nach-, sondern auch der Vorname sehr ähnlich sind. Wie heißt er bei Yakuza Kiwami? Heißt er Sengoku Todanosuke und hier ist er, glaube ich, Sengoku Todanojo. Da haben sie also wieder ein altes Charaktermodell etwas aufpoliert, obwohl es müsste wahrscheinlich ein neues kreiert werden. Denn ich glaube, der Charakter ist außerhalb von Yakuza 2 nicht wieder aufgetaucht. Oh! Cool. Das macht man also mit den Umeboshi. Gibt's einen speziellen Heat-Move für die. Ne, seit Yakuza 2 herausgekommen ist, ist der Charakter nicht mehr aufgetaucht. Das heißt, Ishin ist vor Kiwami 2 natürlich rausgekommen. Es musste also ein besseres Charaktermodell erstmal erstellt werden für dieses Spiel. Wahrscheinlich konnten die dann aber auf diesem Modell aufbauen für Kiwami 2. Auch wenn er hier relativ adäquate Kleidung für die Zeit trägt. Abgesehen vielleicht von diesem Tiger-Haori. Und das ist ziemlich extravagant für diese Periode. Könnt mich eigentlich mal heilen. Da ist auch wieder was freigeschaltet bei den Fähigkeiten, aber das jetzt erstmal nicht, sondern ein paar Kekse. So. Ab durch die nächste Tür. Ui. Ach nee, die wieder. Nervig. Mit ihren Bottichen. Aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Heat-Move freigeschaltet habe. Sie sehen erstens cool aus und zweitens ist die Durchschlagkraft doch ziemlich enorm. Oh, toll. Da kann ich mit der Pistole gar nichts erreichen. Er mit seinem fetten Fass. Oder was ist das? Ist das eine Sacke? Nee, es ist, glaube ich, nicht für Sacke, diese Dinger, sondern eher für Reis. Bin mir gerade gar nicht so sicher.
erstmal die beiden. Und danach der Spezialist hier hinten. So. Starker Schlag. Okay, das ist nicht so gut. Oh, der hat auch viel zu viel Energie. Oh, erstmal der andere. Ach, komm schon. Anstelle von Jordan und Joes würde ich jetzt vielleicht nicht hinter meinem dicken Typ, der keine scharfe Waffe bei sich hat, warten, sondern eventuell weiter weglaufen. Gut, dass man es blocken kann. So, gleich haben wir es. Okay, Mist. Ja, sieh zu, dass du Land gewinnst. Dich schnappe ich mir. Mittlerweile sind ja auch die Kritiken für Monster Hunter rausgekommen. Ich habe noch nie ein Monster Hunter Spiel gespielt, aber die sind so erstaunlich gut, dass ich doch versucht bin, das mal auszuprobieren. Und ich weiß nicht, wann ich das tun sollte. Ich level mich mal kurz ein bisschen auf. Hier habe ich keine neuen Punkte freigeschaltet. Keine neuen Orbs, aber im Schwertmodus einen. Was gibt's hier als nächstes? Das wollte ich erstmal nicht. Einfach mehr Lebensenergie, meinetwegen. Hoffentlich gibt es bald mal bessere Techniken. Ich habe hier einiges, was ich erstmal freischalten muss im Dojo. Sollte ich demnächst mal angehen. Und hier, ja, mehr Durchschlagskraft und stärkere Heat Actions. Level 5 mittlerweile. So, weiter geht's. Ja, ich glaube, es ist gerade kein guter Zeitpunkt, um mich in Monster Hunter einzuarbeiten. Es muss etwas warten. Außerdem hoffe ich, dass es einen Patch gibt, dass es ein bisschen stabiler läuft. Ich habe die Beta gespielt und das hat mich doch etwas genervt von der Performance. Ich habe gesehen bei Digital Foundry, dass das eine nicht beschränkte Framerate ist. Also es läuft immer so zwischen, weiß nicht, 40 und 50 Frames. Oder zumindest stabil über 30. Aber dadurch, dass es dann sehr stark variiert, fühlt es sich sehr wenig flüssig an. Es ist so ungefähr Bloodborne oder Dark Souls Level, finde ich. Und das ist doch echt schade. Ich hoffe, da wird noch was gemacht von Capcom. Dass man die Option hat zumindest, die Framerate zu beschränken. Denn bei solchen Spielen finde ich es echt sehr schön, wenn es sich flüssig anfühlt. Dadurch, dass Monster Hunter viele Mehrspieler-Komponente hat, kann es sein, dass sie jetzt deswegen auch... Nee, glaube ich nicht. Dass sie deswegen keinen entsprechenden Modus nachlegen, denn die Spieler teilen sich ja sowieso schon auf PS4 und PS4 Pro. Und die Unterschiede zwischen den beiden Konsolen sind wohl auch sehr markant. Sag mal, kommen jetzt immer wieder neue Gegner von hinten nach. Das ist ja nervig. Hier muss wirklich sehr viel gekämpft werden. Diese Räume erinnern mich ein wenig an das Gebiet von Seda in Yakuza Zero. Oh. Ein spezieller Gegner. Ui. Das geht ab. Das Moveset erinnert mich an Lao Kalong aus Yakuza Kiwami oder Yakuza 1. So hieß er doch, oder? Der, gegen den man im China-Restaurant gekämpft hat. Der hatte auch mal so einen Speer und hat dann ebenfalls so lange Kombos von der Stange gelassen. Oh, muss mich schon wieder heilen. Ups, falsch. Zum Glück habe ich beim letzten Mal noch eingekauft. Sonst hätte ich jetzt eventuell ein Problem. Ui.
Nichts da. Oh. Schon mal einen Teil seiner Rüstung geraubt. Ui, nix. Muss man immer schnell unterbrechen. Das ist gut, dass es geht, wenigstens. So. Letzter Balken. Das läuft doch ganz gut. Ey, nein. Immer wenn man es sagt. Stop it. Kleiner Heat-Move. Das ist so böse. Ja, ich kann gut ausweichen. Ach, jetzt blockt doch nicht alles. Nein. Ah. Nee, zu Boden gehen wollte ich jetzt nicht. Hör auf. Ich sollte eventuell nicht mit diesem Stil hier weitermachen, sondern hätte beim Einschwertstil bleiben sollen, aber ich möchte es ja auch gern ein bisschen üben, wie man hier geschickt ausweicht und so weiter. Oh, Mist. Falsche Richtung. Ah, geh weg. So. Nein, nein, nein. Jetzt stehe ich mitten vor ihm. Oh, jetzt gibt's wieder so ein. Verdammt. Ich hab ihn doch fast. Oh. Diese starke Attacke ist gar nicht so toll. Mist. Jetzt habe ich echt viel verschenkt. Ach. Okay. Das war schön dämlich. Da wird mein Hochmut bestraft. Ah, jetzt hör auf! Ich wollte gerade den Stil wechseln, damit ich blocken kann. Ah, scheiße. So. Jetzt ist Schluss, mein Lieber. Erbärmlich. Mal sehen, was der nächste Raum bringt. Oh. Okay. Er ist gut ausgerüstet. Sind wir hier am Ende von Last Samurai angekommen? Na, schieß jetzt mal dein Magazin leer, dann komme ich. Kann ich jetzt schießen? Nee, oh, Moment. Ach Mist. Wow, 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 wow. Oh Mann. Krass. Also wenn man da einmal zu Boden geschossen wird, dann geht's ganz schnell. Verdammt, das war dumm. Nicht das erste Mal, dass ich was Dummes gemacht habe in diesem Video. So, auf sie. Hau ab, ja. Diese Angsthase. Interessant, ob es in Yakuza 2 etwas Ähnliches gibt, dass man ihn da auch so verfolgen muss. Das werden wir dann sehen, wenn ich bei Kiwami 2 entsprechend weit bin. Ah, cool, kann schießen. Ja, kommt nur her. Das ist auch so ein super Videogame-Trope. Oh shit, das hat's überhitzt. Natürlich, wie es eben ist mit solchen Pistolen oder Maschinengewehren. Videogame-Trope, dass man erst sich zu einem Geschütz hinarbeiten muss und dann kommen ganz viele von hinten, die man dann niedermähen darf. Nicht sonderlich nett. Ah, toll. Das habe ich gut gemacht. Eigentlich wollte ich sagen, dass das Wappen, das auf den Kisten hier ist, das gleiche Wappen ist, das die Sengoku Gumi in Yakuza 2 und Yakuza Kiwami 2 führt. Hier gibt es noch etwas verstärkte Munition. Hat das einen Grund? Sollte ich die vielleicht ausrüsten? Ja, hier ist das. Ups. Ah, falscher Knopf. Was hat man davon, wenn man immer wechselt zwischen Kiwami 2 und Ishin?
Knöpfe für Bestätigen sind leider vertauscht. Ui. Sehen aus wie Gegner aus Nioh. Ui, die sind gut gepanzert. Da gehe ich lieber auf Distanz. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee, hier mit der Pistole zu kommen. Und weg, weg, weg. Vor allem, wenn es zwei sind. Verdammt. Boah. Ja, die rauben mir ordentlich Energie. Okay. Hat wirklich eine kleine Privatarmee hier bei sich versammelt. Verdammt. Ui, 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 ui. Ah, Mist, da habe ich jetzt einen Heat-Move verpasst. Jetzt aber. Tut mir leid. Aber das musste jetzt sein. So ist es relativ gut zu managen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier mit dem Schwert gegen die antrete, wenn ich jetzt hier mit dem Schwert gegen die antreten würde, hätte ich mehr Probleme. Wow. Ui. Ist aber ganz spaßig eigentlich, weil es schön abwechslungsreich ist, zumindest was diese Kampftunnel angeht. Unterschiedliche Gegnertypen, dann das mit der Kanone, auch mal was anderes. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, jemals so eine Sequenz in einem Yakuza-Spiel bisher gesehen zu haben. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass es das nie gab. Ich habe ja nicht alle Teile gespielt. Für mich zumindest ein erstes Mal. Okay, das hätten wir. Puh. 20 Minuten fast. Du bist also Sengoku Toranojo? Warte doch! Bitte töte mich nicht! Ich würde niemals einen unbewaffneten Gegner töten. Aber du kommst jetzt mit zu unserem Stützpunkt. Bitte hab doch Erbarmen! Du kannst das Affentheater gut sein lassen, Sengoku. Was soll das? Warum bist du so spät, Okita? Was geht hier vor? Ah, was denkst du denn? Sengoku war bei dieser Operation mein Kollaborateur. Was sonst? Wie bitte? Ja, ganz genau. Ich habe euch Bescheid gegeben, dass sich der Angriff heute lohnen würde. Und hab die Kinoshishi sich hier versammeln lassen und sie ordentlich mit Sake versorgt. Sie ließen sich ziemlich einfach niederstrecken, oder? Nicht schlecht, was? Das war also von vornherein der Plan? Warum hast du mir das verschwiegen, Okita? Ach, was weiß ich. Die Mitglieder der Shinsengumi trauen sich gegenseitig nicht über den Weg. Ich meine nach der Sache mit Seri Sabakamo. Obwohl er ein Mitglied war, wurde er hingerichtet, oder nicht? Hab Gerüchte gehört, wie er Geschäfte angezündet und in der Stadt mit Kanonen rumgeballert hat. Der Typ hat auch nichts als Ärger bedeutet, oder nicht? Sengoku. Solche Gerüchte sollte man nicht zu ernst nehmen. Haha, stimmt. Man erzählt sich ja schließlich auch, dass du ein hübscher junger Mann wärst. Aber das ist ja auch Quatsch. Was? Müsste etwas sagen, ich sehe nicht gut aus? Was? Nein, das war doch nur ein Witz. Dann kommen wir mal lieber zu unserer Abmachung, Okita. Dass du beim Bakufu ein gutes Wort für mich einlegst. Hast du nicht vergessen, oder? Hast du, um deine Haut zu retten, die Royalisten ans Messer geliefert.
Ah, nicht unbedingt. Naja, fast. Nun, nur, ich habe nicht nur die in das Licht geführt, sondern auch dich, Saito Hajime. Was? Also, Okita, jetzt könntest du mich doch auch mal so langsam einweihen, was wir hier eigentlich machen. Warum sollte ich ihn unbedingt an diesen Ort locken? Du bist echt einer, der ohne Unterlass weiterredet, hä? Okita? Okita? Halt endlich dein Maul! Warum? Okita. Du. Du hast es doch sicherlich gehört. Über Kamo spricht man nicht. Das unausgesprochene Gesetz der Shinsengumi. Wer man es bricht, der stirbt. Aber die Antwort auf Sengokus letzte Frage, die will ich dir nicht vorenthalten, Hajime-chan. Warum hat Sengoku dich wohl an diesen Ort locken sollen? Der Grund, warum Sengoku mich hergelockt hat? Der sieht so aus. Was soll das? Ich habe etwas über dich herausgefunden. Der erste Anführer der Tosa Kinoto. Sakamoto Ryoma-chan. Naja, herausgefunden ist etwas übertrieben. Ich wusste es, sobald ich dich bei der Aufnahmeprüfung gesehen habe. Hajime-chan, du bist doch in die Stadt gekommen, um einen maskierten Mann zu suchen, oder? Woher weißt du davon? Ich weiß es, weil ich jener maskierte Mann bin. Was ist? Lässt diese Pose Erinnerung wach werden? Du bist doch nicht wirklich Yoshida Toyo. Das Gefühl, ihn niederzustrecken, ist immer noch frisch wie am ersten Tag. Diesmal kommt uns nichts dazwischen. Wir kämpfen, bis einer von uns beiden tot niederliegt. Also, wie stark konntest du in einem Jahr werden? Sag's mir, Hajime-chan. Nein. Ryoma-chan! Boah, Hype. Cool. Ah, sowas habe ich mir erhofft. Dass es richtig awesome wird. Jetzt kämpfen wir also vor diesen beiden Tigern und dem großen Sengoku-Wappen gegen Okita. Und ich habe genau das Richtige für ihn. Ist er wirklich der Maskierte? Sehr ähnlich wie am Ende des letzten Kapitels. Ich könnte mir vorstellen, dass er es auch nicht ist, denn das mit der Augenklappe, das stört mich etwas. Dann will ich auf jeden Fall wissen, ob die nur Fassade ist oder ob er sich das Auge erst innerhalb des letzten Jahres verletzt hat. Und es wundert mich, dass immer wieder Serizawa Kamo erwähnt wird, denn der ist ja wirklich schon lange tot zu dieser Zeit. Oder ist er es vielleicht nicht in dieser Geschichte? Denn es fällt schon auf, dass sie immer wieder auf ihn zu sprechen kommen. Jetzt wurde auch nochmal erwähnt, dass er Feuer legt und mit einer Kanone rumgeballert hat. Das stimmt übrigens wahrscheinlich tatsächlich, denn er wurde der Shinsengumi wirklich sehr unbequem. Das habe ich beim letzten Mal nicht erzählt, weil ich dachte, es ist nicht relevant, aber jetzt wurde es ja hier sogar gesagt. Er hat ziemlich oft Ärger gemacht und es gab wirklich eine Auseinandersetzung, wo er mit einer Kanone, glaube ich, auf das... Wow. Nice.
Ah, es ist so cool. Kurz heilen. Okay. Nee, es gab einen Vorfall, wo er, glaube ich, Ärger mit einem Händler hatte und dann hat er tatsächlich mit einer Kanone auf das Geschäft dieses Händlers geschossen, um seinem Ärger Luft zu machen. Die hat er, glaube ich, irgendwo herorganisiert, diese Kanone. Und er hat auch tatsächlich mal ein Feuer gelegt, als er mit was nicht zufrieden war. Es gibt auch eine andere Geschichte, wo er Stress mit einer ganzen Gruppe von Sumo-Ringern hatte und dann hat er gemeinsam mit seinen Leuten ein ziemliches Gemetzel verursacht und ganz viele Sumos getötet. Ziemlich üble Sache. Und man weiß auch gar nicht genau, warum Serizawa Kamo dann letztendlich umgebracht wurde, wer dahinter steckte. Da gibt es mehrere Theorien. Es ist einfach jemand, der sich so viele Feinde gemacht hat, dass man es nicht genau weiß. Mittlerweile kämpft Okita mit dem Kurzschwert. Das passt noch besser zu Majima. Sehr interessant. Ui, okay. Er ist so schnell, da ist die Pistole kein probates Mittel. Ei. Aber ein sehr cooler Kampf. Es gibt ja mehrere Kämpfe gegen Majima über die ganze Serie. Ich finde nicht alle immer toll, aber häufig sind sie ganz unterhaltsam. Der in Kiwami 1, der erste in dieser Baseballhalle, den finde ich super nervig. Vielleicht liegt es auch einfach dran, dass ich schlecht bin. Aber naja, der war gewöhnungsbedürftig. Und auch relativ, ich weiß nicht mehr genau, warum ich ihn unfair fand. Ich glaube, weil da so viele von seinen Schergen rumgelaufen sind, die dann auch noch Stress gemacht haben. Und dann hat er mit seinem Messer ziemlich rabiat angegriffen und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war man noch nicht so, oder war ich zumindest noch nicht so weit aufgelevelt, dass ich ihm viel entgegensetzen konnte. Aber das hier gerade scheint ja ganz gut zu passen. Auch wenn er jetzt um einiges flotter und tödlicher ist in seiner zweiten Form hier mit dem Messer oder dem Kurzschwert. Hey. Ah, lass das! Fies! Fußfeger. Eieieiei. Mit seiner 100er-Kombo. Nein. Ach. Bam. Ah. Ich muss das jetzt schon noch schaffen. Verdammt. Oh. Ich habe nicht mehr viel, um mich zu heilen. Das ist das Letzte. Jetzt kurz Konzentration. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Nice. Immerhin gab es Heat mit der Medizin. Das ist der Nachteil an diesen Keksen, dass es da keine Aufladung beim Heatbalken gibt. Ach, scheiße. Ah, zum Glück ist er nicht auf mich draufgesprungen. Oh, komm, er hat nur noch so wenig Energie. Ach, verdammt. Los, das muss ich jetzt schaffen. Yes. War ja nochmal richtig spannend. Ah, nice. Schöner Callback zu der ersten Auseinandersetzung. Jetzt ist das Schwert aber abgebrochen. Cool. Du hast dich echt gemacht, Hajime-chan. Los, bring's zu Ende. Dein Weg der Rache findet hier sein Ende. Hm?
Warum lässt du ab? Weil du es nicht warst. Der Mörder meines Vaters war ein anderer. Hat das jetzt wieder durch den Kampf rausgefunden? Durch die Art und Weise, wie er sein Schwert führt? Du meinst, ich bin nicht der maskierte Mann? Ja. Er kämpfte in einem Tennen-Dishin-Stil, der sehr rein war. Aber du hast den Stil für dich erweitert, ob Techniken mit dem Kurzschwert. Ich habe recht, oder? Du kämpfst anders als der Mann mit der Maske. Aber Okita, warum hast du gelogen und gemeint, du warst es? Damit ich einen echten Kampf mit dir austragen könnte. Wie war's? Mal wieder als Sakamoto Ryoma dein Schwert zu führen. Unter einem Decknamen sein Leben zu führen, bedeutet alles, was man davor gewesen ist, zu verleugnen. Du lebst weiter und verleugnest vor dir selbst dein Leben als Sakamoto Ryoma. Aber, Hajime-chan, du bist mir ähnlich in der Sache. Wir sind uns ähnlich. Ist nicht so wichtig. Aber war nicht schlecht, oder? Endlich mal wieder als Sakamoto Ryoma zu kämpfen. Ja. Da mag was dran sein. Mir gebührt also Dank. Aber wenn du nicht der Maskierte bist, woher weißt du dann um meine wahre Identität? Als du dich mit Kondo getroffen hast, war ich ebenfalls dort. Denn ich wollte ihn auch treffen. Du hast also alles belauscht? Ein tolles Hobby hast du da. Nur keine Sorge. Ich werde niemandem was verraten. Kondo hat das doch ebenfalls so entschieden. Hä? Ist was? Nee. Nur du und Kondo und auch Nagakura. Ihr seid es alle nicht gewesen. Wer denn dann? Es bleiben noch Hijikata, Inoue und Todo. Wer von ihnen ist es gewesen? Das ist eine gute Frage. Und was meinte er damit, dass er unter einer anderen Identität lebt? Ist er nicht wirklich Okita? Ist er Kamo? Hajime-san! Oryo, was machst du denn hier? Hier. Das ist für dich. Von Nakaoka. Was, ein Brief? Das ist doch... Hajime-chan? Was zum Teufel? Hajime-san? Mein Bruder. Er ist tot. Also Takechi Hampeita ist wohl mittlerweile gestorben. Vielleicht? Könnte gut sein, also es war tatsächlich so, dass er dann, nachdem Yamauchi Yodo ihn in Tusa eingekerkert hat, beziehungsweise ihn erst zurückgelockt und dann eingekerkert hat, dass er dann letztendlich umgekommen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt nicht einfach so offscreen hier das Zeitliche segnet, da wird sicherlich noch irgendwas kommen. Vielleicht geht es ja zurück nach Tusa für uns, um da nach dem Rechten zu sehen. Keine Ahnung, wäre aber ein bisschen komisch, weil das ja nicht so einfach zu bewerkstelligen wäre. Naja,
Jedenfalls super Kampf, sehr actionreich das Video diesmal, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es ist einiges vorgefallen, was jetzt sich noch zu überdenken lohnt. Mal sehen, wer letztendlich der maskierte Mann gewesen ist. Ich habe ja immer noch meinen Verdacht, dass es vielleicht Okada Iso gewesen sein könnte. Momentan soll aber absolut nichts darauf hindeuten. Wir werden sehen, wenn es irgendwann weitergeht mit Ryuga Gotoku Ishin. Ich werde es wahrscheinlich auch noch schaffen, ein weiteres Video zu Kiwami 2 aufzunehmen an diesem Wochenende oder Anfang nächster Woche. Und dann gibt es, wie gesagt, die umzugsbedingte Zwangspause. Es tut mir leid, dass ihr euch jetzt ein bisschen gedulden müsst und ich bitte um Verständnis. Aber so wie ich euch, die ihr hier meinem Kanal zuschaut, kennengelernt habe, seid ihr sehr verständnisvolle und nette Leute, also mache ich mir da absolut keine Sorgen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.